Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Ja, wir sind ja dabei, hier unser Haus zu renovieren. Also nicht unser Haus, sondern es ist ja das für andere Familie sozusagen. Achso, das ist ein Holzbalken. Ich habe gerade überlegt, was könnte das gewesen sein? 19.12 Uhr, ja, da werden wir jetzt natürlich nicht weiter bauen. Da gehen wir jetzt erstmal pennen. Wir könnten noch die Axt weglegen. So, guten Abend, mein Schatz. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. So, ich gehe mal, kann ich schon? Ja, geht. Und es geht nicht ab jeder Uhrzeit. Ich glaube ab 19 Uhr oder so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Guten Morgen, mein Schatz. Was ein schöner, sonniger Tag. Hast du einen Moment Zeit? Sicher, worum geht's? Wie ist es dir in letzter Zeit? Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, es geht dir gut. Oh, sie ist hart und schmutzig. Okay. Die Arbeit gefällt ihr nicht so. Guten Morgen. Erzähl, hast du im Moment Zeit? Schönes Wetter haben wir heute. Plus 10, ja, das kam gut an, sehr gut. Guten Morgen, ihr zwei. Ja, unser Völkchen, was hier erstmal am sich unterhält untereinander. Das ist doch schön, bevor es an die Arbeit geht. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Wie viel Geld haben wir eigentlich? 757. Ich könnte ja mal wieder ein paar Rezepte kaufen, ne? Fällt mir da gerade so ein. Holztisch, Lattenzaun. Dann hätten wir Standfackel. Oh, eine Standfackel. Die kostet aber 800. Und da haben wir einfach einen Holzschemel und einen richtigen Holzzaun. Den bräuchten wir natürlich auch mal irgendwann, ne? Haben wir aber nicht das Geld für. Gucken wir hier mal. Haben wir alles erworben. Langbogen. Eine Rattenfalle. Langbogen. Eine Fernkampfwaffe, ne? Bis jetzt haben wir, glaube ich, nur so einen Kurzbogen oder sowas. Also ein normaler Bogen halt. Kann für die Jagd und im Kampf verwendet werden. Aber da braucht halt drei Leinenfäden. Das ist schon eine Hausnummer. Das ist vielleicht mal was, wenn wir dann auch tatsächlich entsprechend Leinenfaden haben. So, was haben wir hier? Das haben wir alles. Haben wir alles. Schweinestall, Gänsehaus. Das sind alles. Das Gebäude kann ich halt auf jeden Fall bauen. Was kommt denn da noch? Okay, rezeptmäßig nix. Werkstatt, bis auf den Holzbecher haben wir alle. Schmiede, Knüppel, was macht man damit? Nahkampfwaffe, okay. Dient der Jagd und dem Kampf. Kämpfen müssen wir im Moment jedenfalls noch nicht. Kupferhammer, den könnten wir machen. Kaufen wir mal. So, Kupferhacke. Kupfersichel, Kupferpfeil, Kupferbogen. Bolzen, Kupferspeer. Speer wäre natürlich auch noch was, ne? Und Leinenfaden brauchen wir dafür. Leinenfäden sind momentan noch schwierig. Was haben wir hier noch? Einfaches Leinenhemd. Hose. Brauchen wir Leinengewebe und auch Leinenfäden. Das ist immer so das Problem. Leinenfaden. Sattel. Da brauchen wir Wolle. Das macht momentan noch keinen Sinn. Brei. Haferkorn, Roggenkorn. Suppe, rote Beete. Haben wir auch noch keine. Müssen wir auch noch mal anbauen. Fackel. Stock und zwei Leder. Die hält dann halt mal besser als die Fackel, die wir jetzt haben, ne? Die könnten wir noch machen. Tonkrug.
Tonbecher. Tonkrug wäre noch was, ne? Kostet 25 Geld. Kriegen wir das dafür oder müssten wir das zahlen, wenn wir den kaufen? Hm. Fackel gibt sogar 30 Geld. Fackel lernen wir auf jeden Fall. So, was haben wir da? Bronzehammer. Bronzeaxt. Bronzeschaufel. Bronzeaxt können wir eigentlich auch lernen. Bronzespitzhacke. Machen wir mal Bronzeaxt noch. Mehr kann ich hier nicht. Wollfaden, einfache Tunika. Da brauchen wir aber Wolle, das haben wir alles noch nicht. Dafür brauchen wir dann nämlich Schafe. Oh, Feldstiefel. Welche Stiefel können wir denn? Wir haben doch auch schon irgendwelche Stiefel. Pelzumhang? Nee, haben wir nicht. Okay, da brauche ich nochmal wieder Geld für. Dann könnten wir nämlich Feldstiefel auch noch lernen. Und den richtigen Beutel, der 15 Kilo Gewicht gibt. Ne, plus 6 Kilo. Einfacher Rucksack, der ist das. Plus 15 Kilo, genau. Ja, die müssen wir auch noch lernen, die Sachen. Möglichst vielleicht noch im Herbst, aber wir haben auch noch ein paar Tage. Sollte machbar sein. So, wir gucken mal, wie das hier ausschaut. Einfache Tasche haben wir 4 Stück. Hammer haben wir. Haben wir Messer? Ne, wir haben keine Messer. Okay, Bronzebarren haben wir. Schalen haben wir. Kupferbarren haben wir einen. Ja, dann nehmen wir gerade mal Kupfererz und machen mal ein paar Kupferbarren. So, und dann nehmen wir noch ein paar Stöcke mit. Dass wir mal ein paar Messer machen können. So, bevor der Schmied kommt. Grüß, guten Morgen. So, Kupferbarren. Dann machen wir mal 8 Stück. Dass wir das erledigt haben. Es geht ja ziemlich schnell. Sehr gut eigentlich. So, dann könnte ich jetzt noch ein paar Messer machen, ne? Aber nicht hier. Hier geht es, glaube ich. Amboss, Kupferwaffen, Kupferwerkzeuge, Messer, Stock und zwei Barren. Das ist viel. Da müssen wir auch nochmal wieder Kupfererz besorgen, ne? Können wir eigentlich machen, dann können wir nämlich auch gleich ein paar Steine besorgen. Dann kann man das nämlich auch gleich mit erledigen. Und dann können wir mal in den umliegenden Dörfern gucken, wie es da ausschaut mit Kerlen. Einen brauchen wir noch, oder einen können wir noch unterbringen. Fehlt noch Wasser in dem Eimer, aber ansonsten. So, und hier packen wir gerade mal den Kupferbarren noch rein. Oh, wir haben gar keine. Ich dachte, ich hätte noch einen übrig. Dann hat das genau gereicht. Okay, auch gut. So, Kupfermesser packen wir rüber. So, dann müssen wir mal gucken, was wir jetzt mitnehmen können, ne? Einfache Tasche. Schaufel nicht, Hammer, die brauchen wir auch. Gucken wir lieber so. Pelzschuhe.
Die Schuhe nehmen wir mit. Brennholz, Bretter. Brennholz haben wir schön. Bronzebarren, oh, okay. Könnten wir mal Bronzeäxte noch fertigen, ne? Kalkstein haben wir 7. Leinengewebe, Leder, Rundholz. Ja, da haben wir nichts, was ich groß mitnehmen könnte. Weidekorb. Schöpfkellen, Löffel, mittlerer Weidekorb, Tonflasche und Tonschale. So, da müssen wir mal kurz den Schmied managen. Handwerk, Schmiede. So, Kupferbarren, Kupferaxt, keine Ressourcen, das ist richtig. Dann kannst du aber hier eine Bronze-Axt machen. Wenn ich sie finde, da. So, weil da haben wir Sachen für da. Da fehlen uns die Eisenbarren, Kupferschaufel, Kupferhammer, fehlen uns auch die Barren. Ja, da könntest du aber nochmal einen Bronzebarren machen. Dann können wir hier das Kupfermesser. Weil da haben wir jetzt eh. Ah, haben wir genug. Und B. Haben wir eh kein Kupfer. Das war das Wort, was ich suchte. Zinnbarren, Kupferbarren. Steinsichel. Ja, Steinmesser kannst du natürlich auch noch bauen. Sehr gut. Sehr gut. So, dann würde ich sagen, starten wir gerade mal durch. Habe ich Essen dabei? Wahrscheinlich nicht. Doch, gebratenes Fischfilet habe ich noch. Dann nehmen wir aber noch mal was mit. Ich sollte mal gucken, was ich sonst noch in der... im Ding habe, ne? Federn, Rundholz, das könnte ich natürlich alles noch wegtun, ich Nudel. Gebratenes Fleisch können wir auch mal mitnehmen. So. Und den Rest mache ich mal alles raus, was ich nicht brauche. Weil Essen werden wir unterwegs brauchen. So. Federn brauchen wir nicht. Rundholz brauchen wir nicht. Die Stöcke brauche ich nicht. Und dann Stroh brauchen wir auch nicht. Hoppala. Weil die Steine muss ich auch mitnehmen. Die kann ich nicht einfach hier lassen. Die kann ich nicht einfach zu Messern verarbeiten. So rum. Weil, ich brauche das ja für das Haus da oben. Da brauchen wir Stein. Tüdelü. Dann starten wir mal durch zur Mine. Einfach überleg gerade, durch welchen Ort ich am besten gehe. Ich glaube, da lang. Dann können wir da noch verkaufen. An die Inga und an den anderen Dude. Und ja, in Branica gibt es keinen Händler, aber Baranica ist da nochmal einer. Ich glaube, so ist die Reihenfolge. Also erst kommt Branica und dann ist Baranica. Das ist der Einfamilienort quasi. Ich wollte was trinken, ne? Oder ich sollte auf jeden Fall. So.
Und dann können wir jetzt auch noch ein bisschen Geld machen und dann kann ich mir vielleicht das Rezept für den Rucksack noch kaufen. Und für die Fellschuhe, die würde ich auch gerne. Guten Morgen. Bist du Inga? Ida. Ich bräuchte Inga. Wo ist sie denn? Inga. Melina? Hier ist auf jeden Fall. Fadeborg ist da, genau. Ist ja auch ein Händler. Guten Morgen. Zeig mir mal bitte deine Waren. So, ich könnte dir... Oh, du hast nicht mehr viel Geld. Das ist doof. So, die Schuhe kann ich dir verkaufen. Die Pelzschuhe. 2 auf jeden Fall. Ja, und dann hast du leider kein Geld mehr. Ist da irgendwas, was ich brauche? Nicht wirklich. Hölzernes Rad und all diese Dinge, die brauchen wir gerade nicht. Schade, dann bist du für diese Jahreszeit ausgebrannt. Da ist Inga. Guten Morgen, Inga. Dich hätten wir in der ersten Folge damals fast geheiratet. Da, wo es noch 3 Tage ging, dann kam ja das Update mit den 30 Tagen. So, du kriegst noch Pelzschuhe. Eisenpfeile. Die wiegen ja nichts, die behalte ich. Die habe ich gefunden, ne? Die hätte ich eigentlich verkaufen können. Ich brauche nochmal wieder eine zweite Axt, sehe ich gerade. Das Johanniskraut kann ich dir verkaufen. Ach, hier habe ich ja noch, genau. Schöpfkelle, Löffel. So, 567 Geld haben wir, das ist schon mal schön. Ich werde jetzt gehen. So. Dann starten wir mal durch nach Branica, glaube ich. Ich guck mal. Ne, Branica ist das. Okay, wir starten durch nach Branica. Also erst kommt Branica und dann Branica. Entschuldige, gerade einen kleinen Seitengang. Aber ich hatte in der anderen Hand ein Wasserglas und konnte deswegen die Maus nicht bedienen. Hallo Hasi. Gucken, dass hier nicht irgendwelche Wildschweine oder so unterwegs sind. Auf die habe ich nämlich keine Lust gerade. Überhaupt keine Lust. Auf die Wiesente natürlich auch nicht. Branica. Branica ist gar nicht ausgeschildert. Ob Branica ein Ableger, ob das eine Familie aus Branica ist und die es dann einfach Branica genannt haben. Weil in Branica wohnt quasi nur eine einzige Familie. So, hier gibt es keinen Händler. Das wäre eigentlich die Schäferin. Und ja, die haben wir ja geheiratet. Heutzutage könnten wir also jetzt in der... Also wir könnten sie jetzt nicht mehr heiraten, weil sie eben Händlerin ist. Das geht nicht. Ist hier irgendjemand, der aus umsiedeln will? Die Alice. Hier ganz gute Werte. Und die Griselda. Die ist gut in Diplomatie, aber Diplomatie brauche ich gerade nicht. Hi Norbert. Du warst mal Händler.
Ja, wie gesagt. Die Schäferin wäre eigentlich die Händlerin hier. Das heißt, Wolle kaufen kann ich mir abschminken. Wolle muss ich selber quasi herstellen. Weil die Händlerin die Wolle verkaufen täten würde. Die, ja, die wohnt bei uns im Dorf. Von dem her gibt's da nichts. Wir gucken kurz bei Branika vorbei. Ob da ein Kerl ist, den wir vielleicht anheuern können. Oder zumindest mal starten können mit anheuern. Guten Morgen. Bock da. Keiner da, okay. Gut, dann gehen wir in die Mine. Dann holen wir gerade mal ein bisschen Erz. Kupfererz brauche ich vor allen Dingen. Ist das ein Stein? Ja. Nicht der ein Stein, aber ein Stein. Salz brauche ich im Moment nicht. Steine nehme ich auch mal mit, weil ich brauche Steine. So, da haben wir Kupfer. Salz brauche ich nicht. So, wie sieht es gewichtstechnisch aus? 7 Kilo noch. Und wir tragen zu viel. Ich könnte mal was essen. Oh, 4 Kilo zu viel. Das ist natürlich... So viel werden wir nicht an Essen haben, ne? Ne, das sind 2 Kilo. 2,4 Kilo, aber das könnten wir jetzt natürlich einfach mal essen. Dann haben wir zumindest die 2 Kilo weg. Dann machen wir noch 2 Steine raus. So, dann essen wir noch ein Fischfilet. Passt. Gewicht 0,2. Oh ja, 48, ja passt. Ja, dann haben wir die 2 Steine doch nochmal ablegen müssen, aber geht halt nicht anders, ne? Aber mit denen kommen wir jetzt schon mal ein ganzes Stück weiter. Ich brauche bald noch mal eine Axt. Das macht nicht viel Gewicht. Sehr gut. Das können wir sammeln. Aber viel mehr dann auch schon nicht. Dann können wir noch mal wieder gucken, was wir noch an Sachen verkaufen können. Wenn wir wieder im Dorf sind, nur sag mal, muss ich noch ein paar Steine sammeln. Dann könnte ich noch eins der Mädels hier organisieren. Aber da kann ich dann eh noch mal wieder einen Tag in die Mine gehen. Ist ja auch kein Fehler. Und kann dann dort gucken, was wir dort
Das können ja eigentlich auch mal zu Rundholz machen und hier verarbeiten und verkaufen. Und hier gibt es aber keinen Händler, das ist das Problem. Ich weiß nie, welchen Weg ich hier lang gehen muss. Den da. Dinge, die ich mir nicht merken kann. So, jetzt kann ich auf definitiv kein Wildschwein oder so gebrauchen, weil ich könnte eh nichts von dem mitnehmen. Da sind die Wiesens. Und da weiß ich, gibt es Wildschweine. Müssen wir einen Hauch aufpassen. Oh, und wie ich sehe, ist die Zeit auch schon wieder um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.